Er ist der Sultan des Gesetzes Gottes, heißt er. Sultanus Sharia. Er hat immer aufgepasst auf Gesetz. Omar Faruk, Fatiha. Eines Tages, sein Sohn hatte glänzende Haare. Er hat sich ihn angeguckt, das Öl da an deine Haare, weil man hat ja Öl benutzt hier zum Schmücken der Haare. Wo hast du das her, sagte er. Und er war Kalif. Und der Sohn sagte, ach ja, für Beitul Mal. Beitul Mal ist Schatzkammer der Muslime. Für das Schatzkammer der Muslime hier, für diese, wo alles hier, Weizen und so weiter, alles reinkommen in den Keller da hier. Da brachte einer hier ein Fass voll Olivenöl und da ich sollte mittragen. Und da habe ich einfach hier Deckel aufgemacht und mit meinem Finger rangegangen und dann meine Haare. Du bist da an Eigentum von Beitul Mal, der Muslime hier rangegangen, sagt er. Ja, komm mit, sagt er. Bindet ihn an den Baum. 10 Peitschenhiebe. Das ist das Recht der Muslime. Du darfst das nicht anfassen, hat er gesagt. Seinen eigenen Sohn hat er peitschen lassen, weil das nicht richtig war. Er hat sehr aufgepasst. Und er hat gearbeitet unter Kerzenlicht, als er Kalif war. Und wenn ein Gast, Privatgast kam, reinkam, hat er diese Kerze ausgepustet, hat er eine andere Kerze angemacht. Und dieser Gast fragte ihn, wieso machst du das eine aus, machst du das andere aus? Hättest du anlassen können? Ja, das ist für Beitul Mal, für islamische Angelegenheiten. Das ist hier Büroarbeit, Kerze. Das kann ich nicht für dich benutzen, hat er gesagt. Du bist mein Privatgast. Und das ist meine Privatkerze. Jetzt weißt du, wo du stehst. Oh. Hätte ich nur weiter Max geheißen. Möge er dich unterstützen. Das ist Islam. Achtsamkeit, aufpassen um die Rechte und so weiter. Und wenn wir so sind, dann sind wir im Islam. Die Europäer sind schon im Islam. Sie wissen das nicht, sagte mein Guru-Sheikh. Weil sie achten schon mehr als die Orientaler hier auf Rechte. Und wer auf die Rechte des anderen achtet, der ist im Islam. Ob er das akzeptiert oder nicht, ob er das weiß oder nicht. Islam ist eigentlich das Achtsamkeit und Aufpassen um die Rechte des anderen. Nächstenliebe und nach dem Recht gehen und so weiter. Das ist alles Islam. Und wenn ich Muslim bin und ich mache das alles, bin ich nicht ein Muslim in Wirklichkeit. Ich denke das. Du denkst das nicht, bist du Muslim. Ich denke das, ich bin nicht Muslim. So ist das. Und in der Endzeit hat Sayyidina Mohammed gesagt, Friede auf ihn, werden die Muslime alle Muslime heißen, werden sie aber keine sein. Sie werden nicht Islam leben.